Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Harvesteller. Wir sind wieder in der Orbitalwiege und verfolgen Aria, der jetzt auf eigene Faust offenbar diese Eierschale um die Welt herum erschaffen möchte und selbst bestimmen möchte, ob die alten Menschen oder die neuen darin leben sollen. Während ich ja der Meinung bin, wir sollten uns nicht entscheiden, wer darin leben kann. Wir müssen irgendeinen anderen Weg finden, wo nicht ganz viele Menschen durchsterben werden. Ich bin mal wieder Optimist und sage, das muss auch anders gehen. Und wenn es durch die Kraft der Monolithen ist, die offenbar unendlich viel Energie produzieren können, vielleicht sogar mehr als die Chronomalien. Aber es kann nicht sein, dass wir uns für eine Rasse, für eine Menschenart entscheiden müssen. Wobei ich generell die Idee, dass wir alle unter einer Schale leben sollen, damit wir nicht vom Silenzium getroffen werden, irgendwie doof finde. Weil ich mir denke, Menschen wollen immer über ihre Grenzen hinauswachsen, die werden irgendwie versuchen, da rauszukommen. Und was sollen wir mit den Menschen machen, die versuchen, da auszubrechen? Oh ja, ich erinnere mich daran, worüber ich mich beim letzten Mal so sehr aufgeregt habe. Wir müssen gleich ein Rätsel in Anführungszeichen bestehen. Oder wir kommen in eine Zwickmühle, wo ein Furchtmonster geweckt wird, gegen das wir keine Chance haben. So, da lag nichts. Oh, da bin ich ja mal gespannt, ob wir es heute hinbekommen. Und beim wievielten Mal wir es hinbekommen. Okay, es scheint okay gewesen zu sein. Beim letzten Mal war das halt echt doof, weil ich habe springen gedrückt und sie ist einfach nicht gesprungen. Das ist halt kein Jump'n'Run-Spiel, sage ich immer wieder gern, weil man merkt es auch in der Steuerung. Aber nun, egal. Wir haben es diesmal geschafft. Beim ersten Mal. Also First Try in dieser Folge, sozusagen. So, öffnen wir den Shortcut. Dann müssen wir auch dieses Hindernisrennen nicht mehr machen. Nee. Okay. Gegen so ein großes Ding habe ich gerade eigentlich gar keine Lust zu kämpfen.
Nun, lief aber ganz okay. Und wir haben immerhin einen Orichalkos bekommen. Oh Gott. Das habe ich nicht bemerkt, dass ich da neben einem stand. So, wir können erstmal nichts mehr essen. Wir haben schon wieder so viel Heilung verbraucht. Ich sollte meine speziellen Moves wirklich häufiger benutzen. Und nicht immer denken, oh nein, aber wenn da jetzt ein größerer Gegner kommt, ein Bossgegner, dann kann ich die nicht benutzen. Die laden sich schnell auf. Ja, okay. Was geschieht hier? Ich bin müde. Ja, ich würde zumindest gern noch einen Speicherort finden. Oh, das... Oh mein Gott. Ich kann nichts. Ja, nun. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Aber ich kann nicht mehr essen. Also war es vielleicht auch nicht so unnötig. Unnötig war nur, dass wir so sehr vom Feuer getroffen wurden. Das sieht neu aus. Das sieht so schön aus. Wie man von hier aus einfach auf die Erde gucken kann. Die Sterne erstrecken sich vor dir. Sie sind so wunderschön. Du hast das Gefühl, als könntest du sie dir bis in alle Ewigkeit ansehen. Du blickst in die Sterne und wirst von Erinnerungen überwältigt. Aufwachen in Nähte, reisen in ferne Länder, kämpfen gegen Monster und Omen. Eine Stunde später, na super. Oh, zumindest sind wir ausgeruht, aber es ist auch früher morgen. Und wir haben kein Quick-Ding für darüber bekommen. Schade. Irgendein Speicherpunkt wäre schön. Okay, da kommen wir nicht durch. Ja, ich renne gerade einfach nur durch, weil ich gerne den Speicherpunkt erreichen möchte. Den nächsten, den es gibt. Ja, lass mich einfach durch. Bitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Och nee. Willi. Noch mehr Sprung-Action. Ich werde gleich eh zu Hause aufwachen. Zusammengebrochen. Ich will zumindest die Konsole hier noch treffen. Bitte, 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 bitte. Nein, nein, so kurz vor der Grenze.
Nein! Nun, wir haben einige Abkürzungen bekommen, das ist schon mal gut. Einige Shortcuts. Wie dramatisch ist das denn? Winterfrost, Tag 12. So kurz vor der Grenze zusammenzubrechen. No, wir haben es fast geschafft. Ja, krass, ich weiß, ich war ein böses Mädchen. Nimm mir mein Geld ab. Ich habe gerade keine Zeit, um darauf zu achten, ob ich zusammenbreche oder nicht. Ich muss doch Aria helfen. Das geht halt einfach mal vor. Und nicht immer das, ja, aber deine Gesundheit, ja, egal. Ich stelle gerade einfach her, was ich herstellen kann. So, eine Heilung. Sortieren kann ich das später dann noch. So, das muss erstmal reichen. Okay, das wenigste ist das Eis. Dann haben wir 2700 zweimal. So. Dann müssen wir den Weg natürlich dahin jetzt erstmal wieder finden. Wir lesen erstmal Schrickers Brief. Die Sekte der Antimutter macht in der heiligen Hauptstadt weiterhin, was sie will, und das allein sorgt schon für Unmut gegenüber dem Orden. Dennoch konnten wir ihre Aktivitäten durch unsere Bemühungen, sie zu unterdrücken, so weit behindern, dass wir ein wenig verschnaufen können. Ich habe noch mehr mit dir zu besprechen, also könntest du mich bitte im Tempel treffen? Ich würde dort auf dich warten. Ja, aber nicht jetzt. Denn jetzt ist Aria dran. Und vielleicht meine Hühnchen. Weil sich um die mal jemand kümmern muss. Wir haben kein Futter mehr. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schluckelfutter konnte ich, glaube ich, in Lethe kaufen. Ach, es schneit ja. Ich muss gar nicht gießen. Ich habe ein Getränk. Das halt kaum heilt, aber ist ja egal. Haben ist besser als nicht haben. Und ich muss ganz schnell nach Lethe Gluckelfutter kaufen. Ich glaube, das gab es beim Cornello-Händler. Ich hoffe es. Ba, 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 ba. Knuckelfutter. Okay, gut. Wir sind arm. Danke, Frau Ärztin. Ich wollte eigentlich den Teleportationsstein benutzen.
zurück nach Hause. Und das Gluckelfutter direkt mal abliefern. Damit meine Tiere nicht verhungern oder krank werden. Das wäre nicht so schön. Gut, wir haben 3.50 Uhr, das schaffen wir noch. Mit dem Luftschiff. So, in die Orbitalwiege und von der Orbitalwiege zum letzten Speicherpunkt und hoffen, dass wir den Weg schnellstmöglich finden, den wir so freigeschaltet haben. Das müsste genau vor uns sein, einer davon zumindest. Ja, ich habe gar keine Lust, groß zu kämpfen. Ich will da nur wieder hin, erstmal. Wir waren so weit gekommen. Oh, da ist es schon. Okay, cool. Schön. Gegen dich haben wir doch bestimmt schon mal gekämpft. Ach ja, du bist Kallistephos. Oh, Dianthus, ich dachte, du wärst aus dem Kollektiv verschwunden. Was machst du hier? Wir sind hier, um dich aufzuhalten. Ich glaube, du wirst feststellen, dass ich hier bin, um euch aufzuhalten. Die Vorbotin hat mich dazu angewiesen, deine Abel-Freunde zu vernichten. Das hat Arya gesagt? Ja. Die Vorbotin Arya hat die volle Kontrolle. Also, Dianthus, wie willst du dich rechtfertigen? Ich weiß, dass wir als künstliche Intelligenz nur funktionieren, wenn wir laufend unsere Korrektheit auswerten. Aber ich denke Folgendes, Kallistephos. Korrektheit ist nicht Gott. Solchen Dingen gehorche ich nicht. Dies ist mein eigener Wille. Oh, Dianthus macht einen auch sehr cool. Du klingst genau wie Geistführer. Kein Wunder, ihr seid schließlich Modelle aus derselben Charge. Aber das ist jetzt auch egal. Du bist defekt, genau wie er. Darum bist du verblendet und hältst dich für einen Menschen. Nun, wenn du Menschen so liebst, dann werde ich deine defekte Persönlichkeit zusammen mit ihnen auslöschen. Am Ende stellt sich raus, in den Ohm stecken halt einfach Menschen. Ich meine, in Arya war doch auch in so einer Ohm-Verkleidung, als wir sie fanden. Man sagt dann, dass nicht in jedem Ohm eigentlich ein Mensch steckt. Danke für den verschnellerten Bruch, den wir dank Wrecker haben, tatsächlich. Weil wir seine Beziehung bis auf die letzte Quest ausgeführt haben. Und damit haben wir die Bruchanzeige verschnellert, dass sie sich schneller füllt. Unfassbar. Ihr muss es doch auch aufgefallen sein, ihre unzulänglichen Fähigkeiten. Mit dem Monolith? Ich war von Anfang an dagegen. Wie konnten wir das an Abel übergeben, bevor wir es selbst fertig analysiert hatten? Aber genau das eröffnet doch mehr Möglichkeiten. Als die Menschen der Vergangenheit an die Grenzen ihres Intellekts stießen, vertrauten sie auf Willen und Intuition. Und damit konnten sie aus Träumen Wirklichkeit machen. Und jetzt sagst du, wir seien damit an der Reihe?
Ich weiß nicht, Dianthus, ich weiß nicht. Was ist das für ein Rauschen in meinen Logikschaltungen? Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, das ist wohl unser einziges Organ, mit dem wir die Realität ändern können. Ich glaube daran, wenn es mir zuflüstert. Glauben, du bist so ein Mensch. Geht weiter, die Vorbotin ist da drüben. Bist du sicher? Ich sage es nur ungern, aber ich muss defekt sein wie diese beiden. Los, geht weiter, das macht mich zum Verräter. Der Reiniger geht umher und sammelt Verräter ein. Bald kommt er auch mich holen. Gib nicht auf, Kallistaphus, wenn du deine Verbindung zum Kollektiv trennst. Das kann ich nicht, Dianthus. Dann wäre ich nicht mehr ich selbst. Wir wurden nicht alle mit einem so starken Selbstgefühl wie du geprogrammiert. Aber ich sagte, ihr sollt weitergehen. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, Mensch zu spielen. Er tut mir schon ein bisschen leid. Aber hey, dass Arya gesagt hat, er soll uns vernichten, was soll das denn? Und Kallistaphus ist halt eigentlich nur eine Puppe, der dazwischen geraten ist. Er führt nur Befehle aus, von Arya. Und wir versuchen nur zu überleben. Also eigentlich tut mir sehr leid. Was ist denn das letzte jetzt? Ah, da. Da kommen wir nicht weiter. Sehr seltsame Türen. Alter. Wie gemein. Raus da. Eigentlich kann man da draußen auch einfach voll leicht warten. Bis das vorbei ist und dann weitergehen. Wenn man nicht gerade abgeballert wird. Warte mal, hat er gerade einen neuen Gegner gerufen? Oder war er die ganze Zeit schon? Der ist doch neu dazugekommen gerade eben. Ich finde das so nervig, weil man kommt nicht an ihn ran. Türsperre entfernt, Alarmlaser wird aktiviert. Oh nee. Der Alarmlaser, natürlich. Ich wusste natürlich nicht, dass hier auch einer ist. Das dürfen wir wieder Jump'n'Run-Rätsel bestreiten. Wie lang ist denn dieser Dungeon noch? Ich weiß nicht. Manchmal ist er so ein bisschen arg gestreckt. B. Wo bringt mich B hin?
War der nicht schon mal bei B? Nee. Das kann nicht. Oh. Ich hasse diese Rätsel. Ja, das war's mit uns halt eigentlich. Sobald dieses Ding aktiviert wird, sind zwei Furchtmonster da, gegen die wir keine Chance haben. Nicht geil. Ich überlege zu laden. Ich glaube, laden wäre an der Stelle korrekter. Die Frage ist nur, wo habe ich zuletzt gespeichert? War das nach der Cutscene? Ich glaube ja. Oh nee, wir haben doch auch über Nacht. Es wurde doch gerade gespeichert, oder? Oh nee, wir werden es jetzt sehen. Oh. Es hat den obersten Speicherstand natürlich überschrieben. Gott. Ja, okay. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg dann nochmal hinlaufen. Nervig. Wegen doofen Fallen, ganz ehrlich. Das ist ein Punkt, der mich aufregt, ja. Und ich habe versucht, mich diese Folge zurückzuhalten. Ich habe mich ja letzte Folge schon sehr darüber aufgeregt. Aber es ist und bleibt nervig. Und für mich nicht verständlich, warum man sowas macht. So, die beiden Pflanzen noch bessern, dann können wir los. Nervig. Hoffen wir einfach, dass wir da ganz schnell wieder hinkommen. Also springen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin musste. Von da hinten kam ich. Ich glaube, ich muss in A rein. まだまだ楽勝ね。助かったわ。直感だけど。
Okay, da kommen wir noch nicht vorbei. Also müssen wir tatsächlich auch durch B. Hier war der Raum, durch den wir eben nicht kamen. Also zur Mitte und vor und zurück bewegt sich was. Wie soll man das hinbekommen? Über die Außenräume denke ich am ehesten. So, schön, danke. Lass uns hoffentlich einfach bald ankommen. Alarmleiser wird deaktiviert. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt war, dass wir das zugemacht haben. Ich drücke einfach nur Knöpfe. Okay, die Laser sind deaktiviert. Okay, wir können uns hier einen Shortcut freischalten. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir müssen nie wieder dieses eklige Rätsel machen. Aber wahrscheinlich dafür andere eklige Rätsel. Schalter für eine Klappe. Probe von Lost Gaia. Du legst den Schalter um und die Klappe öffnet sich. Ein kalter Nebel und zahlreiche Zutaten purzeln heraus. Es scheint sich um eine Ernte von Lost Gaia zu handeln. Du hältst Pulverblatt, Ingwer, Wasabi und verlorenen Reis. Okay, es sind halt eine Monster von Lost Gaia. Okay. Lost Gaia Monster. Frisch geliefert. Ich glaube, die gab es auch auf. Ich bin so beim Phantasmagoria Vergnügungspark. Will aber nicht wissen, wie die in die Klappe gepasst haben. Okay, wir haben aktuell nur einen Weg. Was ich gerade hier ist unten noch mal ein Rätsel. Und einfach nur ein Monster diesmal. Oh, so ein Ding und so ein Ding. Ist ja berauschend. Und noch andere Dinge. Ich weiß nicht, ob man vielleicht einfach nur durchrennen sollte. Ja, schön, jetzt sind die Alarmleiser wieder deaktiviert.
Also Vergiftung scheint nicht zu funktionieren bei dem Gegner. Ja, bye bye. So. Jetzt darf uns natürlich der Laser nicht berühren. Aber dafür ist jetzt die Tür hier offen. Okay. Da bewegt sich nicht. Ihr bewegt euch sehr wohl allerdings. Den würde ich gerne noch erwischen. Passwort. Woher soll ich das wissen? Ich kann halt aber auch nicht abbrechen drücken. Ich muss jetzt irgendeinen Schmachsinn eingeben. Okay, wir werden uns gleich ein Passwort notieren müssen. Wissen wir das zumindest auch schon mal. Oh Gott, nee. Nicht so ein Grammi da. Oh. Okay. Komm, irgendeinen Shotgun können wir hier gleich freischalten, hoffentlich. So, letzte Heilung. Muss jetzt aber auch reichen. Gut, den Shotgun haben wir. Was passiert, wenn ich dich auslöse? Was ist bei I? Das ist ein Furchtmonster. Was haben wir denn da übersehen? Am Straßenrand funkelt etwas. Bei genauerer Betrachtung siehst du, dass es wohl ein Accessoire ist. Straßenrand. Sollte ich das jetzt nicht bezeichnen, sondern eher als Flur, aber okay. Du öffnest es und siehst ein Bild darin, allerdings ist es so verblichen, dass du nicht erkennen kannst, wovon es ist. Es muss jemandem gehören, der in der Nähe begraben wurde. Okay. Alter, war das knapp. Lalalala. Großartig. Ja, wir haben es geschafft, wir sind durch. Ja, genau. Oh. Es sind ja zwei von den Viechern. Das ist nicht nett. Ganz und gar nicht nett. Und das haben wir nicht öffnen können. Aber wir haben einen Speicherpunkt. Okay, ich denke, wir sollten erstmal nach Hause gehen.
Also, ja, Sitz des Vorboten. Der Vorboten in dem Fall, ja. Nun egal. Wir können erstmal schlafen. Dann brauchen wir Heilung. Und dann sollten wir uns auf einen Kampf vorbereiten, schätze ich. Ein Kampf gegen Aria dann wohl leider. Winterfrost, Tag 14. Keine Heilung mehr. So viel wie geht, würde ich sagen. Einfach mal herstellen. Grüner Tee. Raspeleis. Grüner Tee, Raspeleis. So. Ein kaltes Dessert mit Fröstelpflanze. Und Matcha-Sirup für einen Augenblick der Entspannung. Ich habe übrigens noch nie Matcha gegessen oder getrunken. Das soll sehr bitter sein, habe ich gehört. Andere wiederum sagen, dass es voll lecker ist. Keine Ahnung. Kalte Maissuppe. Ja, okay. Das ist was Neues. Eine kalte Maissuppe. Bei diesem unkomplizierten Gericht stehen die Süße und Morgenmais und seine Konsistenz im Mittelpunkt. Sonst haben wir nichts mehr. Okay, wir haben ja aber auch ein bisschen was zumindest. So, 2300. Ist die Suppe das, was am wenigsten heilt? Dann die 2300 mit dem Reisbällchen. Das ist der grüne Tee. Dieses Eis. So viel heilt. Finde ich seltsam, aber egal. Wir haben Heilung. Wir haben die Kugeln dabei. Wir können eh nicht so viel essen. Also es muss uns reichen, was wir gerade haben. Oh, das Futter. Ja, das Futter wird knapp. So, ich denke, wir brechen ein letztes Mal vorerst auf, um mit Aria zu reden. Na, wollen wir doch mal hören, was das Mädel zu sagen hat, diese blöde Kuh. Wir sind auch beste Freunde. Warum will sie uns vernichten? Weil sie denkt, sie muss das alles alleine durchstehen. Blöde Nuss, ey. Dafür sind Freunde nicht da. Bis zum Ende gemeinsam oder halt gar nicht. Ja, wir werden gegen sie kämpfen müssen. Oder gegen Geist. Oder gegen sonst was, das Aria beschützt. Ich spüre davon etwas Ungewöhnliches. Ja, 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 oh Gott. Ja. Du änderst dich wohl nie, Jenny. Du machst immer weiter, was dir auch in den Weg kommt. Du gibst nie auf.
Ich fand dich deswegen oft sehr zuverlässig. Aber diesmal nicht. Ich bin eure Feindin, Abel. Ich bin die Vorbotin. Du bist gerade einfach nur auf den Kopf gefallen, habe ich das Gefühl. Das Geist doch gehört, oder? Du und ich gehören verschiedenen Spezies an. Ich bringe Zerstörung über deine Welt. Wenn das keine Vorbotin ist, was dann? Du bist hier, um mich daran zu hindern, die Proto abzusenken, nicht wahr, Jenny? Ja, ich weiß. Was bedeutet, dass ihr nur überleben könnt, wenn ihr mich tötet? Oh, das ist ja wohl offensichtlich, oder? Nein, Aria, wir wollen nicht gegen dich kämpfen. Bitte hör auf, ich vermisse die alte Aria. Schluss mit dem Unsinn. Aria? Das Paradiesprojekt war der größte Traum von der Menschheit. Wisst ihr, wie viele Opfer dafür gebracht wurden? Meine eigenen Eltern starben bei seinem entscheidenden Experiment. Es tut mir leid, Aria. Ich habe den Beweis mit eigenen Augen gesehen. Ihre Namen waren im Verzeichnis der Personen, die im Dienst starben. Alle wollten so dringend eine Zukunft für die Menschheit sichern, dass sie willens waren, dafür zu sterben. Ja, aber doch nicht so. Glaubst du, sie hätten das wirklich gewollt, dass andere Menschen sterben müssen für ihr eigenes Überleben? Glaubt ihr wirklich, ich könnte sie hintergehen, nur weil ich neue Bindungen mit euch geknüpft habe? Wenn ich ihre Pläne jetzt in den Wind schlage, war all ihre Arbeit umsonst. Bin ich jetzt die Vorbotin. Ja, und denkst genauso weit wie die Omen. Nämlich keine 5 Meter. Maximal über dich hinaus, Schätzchen. Das hätten deine Eltern gewollt. Um eine Welt für die andere zu zerstören. Ich werde die Protokonomalie auf dem Planeten loslassen und die Himmelsschale zur Realität machen. So weit bin ich bereit zu gehen. Hier trennen sich also unsere Wege. Greift zu euren Waffen. Die Version der Menschheit, die diese Schlacht gewinnt, überlebt bis in die nächste Ära. Das ist aus der Welt geworden. In diesem Fall? Geist, starte den Countdown für die Protoabsenkung. Bist du sicher? Es sind noch ein paar letzte Anpassungen nötig. Schon gut, mach's einfach. Wie sie einfach nur ihr Ding durchziehen will, unbedingt. Verstanden. Aktiviere Absenkungssequenz der Protokonomalie. Countdown beginnt. Willst du uns damit einschüchtern? Nein, sie meint es ernst. Das ist unsere einzige Chance, um die Absenkung aufzuhalten. Bleibt uns wirklich nichts anderes übrig? Aria. Ruhe! Ich sagte dir doch, du sollst nicht kommen, oder? Ja, soll ich einfach meine eigenen Vernichtung und die aller, die ich liebe, zuschauen, oder was? Was hast du erwartet? Ich wollte nicht gegen dich kämpfen, ich wollte nicht. Aber es geht nicht anders, siehst du das nicht? Es ist schon zu spät. Mir bleibt nichts anderes übrig. Nun, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Als dich zu töten. Meine Mission als Vorbote ist es, die Gebete der Menschheit zu erhöhen und die Welt zu beschützen. Ich glaube halt nicht, dass du deinem Mentor wirklich so schaden möchtest. Aria-kun!
Warum denkt sie denn eigentlich, es muss das eine oder das andere sein? Warum nicht beides? Also eigentlich Monolithen. Haben doch so viel Kraft. Vielleicht kann man ja doch die ganze Menschheit da reinsetzen in diese komische Eierschale, wenn sie unbedingt haben will. Na, das habe ich aber leider nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ey! Auf damit! Du doofe Plunz, ey. Menschen, die du unbedingt retten willst, haben doch die Ohm erschaffen. Und die Ohm haben so viel Neues erschaffen, seit sie hier auf dem Planeten ist. Sind. Wer sagt denn das nicht irgendwas, dass sie erschaffen haben, jetzt die Menschheit retten könnte? Weg. Ja, schön. Keine Ahnung, warum sie sich nicht bewegt hat. Was? Oh Gott, was? Was war das denn jetzt? Oh, das Ding. Sollten wir wahrscheinlich aufhalten. Ich mach keinen Schaden, ich erreiche sie halt nicht mal, glaube ich. Ja, das war's. Tot. Ich dachte, ich hab's geschafft, das Ding zu besiegen. Ach, Aria. Nun, dann werden wir das wahrscheinlich beim nächsten Mal tun müssen. Ich dachte, ich hab's aufgehalten, weil das rote Ding runtergekämpft wurde von mir. War wohl eine Millisekunde zu spät? Ja, Frau Ärztin, ich hab kein Geld. Nimm mir halt auch noch das letzte. Typisch Ärzte denken immer nur an ihr Geld. Nun. Ich überlege halt, ob Laden nicht wirklich sinnvoller wäre an der Stelle jetzt. Aber lass mich raten, das hat wieder überspeichert. Wir können ja kurz gucken. Das passiert, wenn man halt nur auf dem obersten speichert, wo dann auch automatisch das Speichern überspeichert. Ja. Ich sollte nicht oben speichern. Oder ist das hier... Das könnte sein. Dass das hier noch war, bevor wir in den Kampf gezogen sind, praktisch. Ja. Okay. Cool. Da haben wir wohl unsere Heilung noch und wir haben unsere Kugel noch und wir werden an dieser Stelle dann beim nächsten Mal weitermachen. Dann wissen wir schon mal, was auf uns zukommt.
Aria, erstmal wieder Vernunft einbläuen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wo wir hoffentlich unsere Freundin wiederbekommen. Bis dann. Bye.